Ich bin gelassen wie der Himmel, schnell wie der Blitz, unfassbar wie Wolken, von Harmonie erfüllt und mit der Energie, meinen Gegner mit einem Fingerschnippen zu pulverisieren und seinen ganzen Tempel dazu. Ha! Ach, Kampfkunst ist doch was Tolles. Ach, schade nur, dass es sie so nur in Filmen gibt. Oder auch doch nicht. Willkommen, Freunde des gekonnten Handkantenschlags. Willkommen, meine Schüler, zu Einfachgeschichte. Ich bin Meister Marty. Lange Jahre vertiefte ich mich ins Studium der Hongkong-Filme und das Geheimnis der dort präsentierten Kampfkünste. Die Wirklichkeit sieht leider anders aus, aber die Geschichte der Kampfkünste in China und wie sie ihren Weg zum Film fand, ist trotzdem äußerst spannend. Kloppen tut sich der Mensch allgemein recht gern. Kampftechniken dürften wohl schon sehr früh entwickelt worden sein. Es geht dabei um möglichst effiziente Angriffs- und Verteidigungsbewegungen, die der Kämpfer ohne nachzudenken sofort ausführt. Der Kämpfer trainiert sozusagen sein Muskelgedächtnis. Auch der Umgang mit Waffen will gelernt sein. Und selbst mit einem einfachen Stock kann ein geübter Kämpfer eine Menge Schaden anrichten, während ein Ungeübter riskiert, dass seine eigene Waffe irgendwo landet, wo sie eine Menge Schaden bei ihm selbst anrichtet. Wir können also keinen Termin ausmachen, an dem die Kampfkünste in China erfunden wurden. Denn gekämpft wurde schon immer. Man wurde nur raffinierter dabei. Im Westen geht man eher unsentimental mit Kampftechniken um, was dazu führt, dass viel im Laufe der Geschichte verloren gegangen ist. Mittelalterliche Schwertkampftechniken beispielsweise werden bei uns von Liebhabern anhand von alten Aufzeichnungen rekonstruiert. Im asiatischen Raum dagegen stehen die Kampfkünste in höheren Ehren. Hinter den meisten Lehren steht die Idee, dass uns, simplifiziert, eine Lebenskraft Qi durchfließt. Ihren Fluss auszunutzen sind Grundlagen der Kampfkünste. Ob man nun ans Qi glauben mag oder nicht, den Beweis haben wir wohl erst, wenn ich meine erste Kamehameha abgefeuert habe. Dieser Ansatz führt dazu, dass alle noch so unterschiedlichen Stile auf möglichst den eigenen Körper schonende Bewegungen setzen. Kampfkünste sind also schon dazu da, um nervigen Leuten eins auf die Glocke zu geben, aber eben auch gesund. So haben diese Künste einen relativ hohen Stellenwert in der Kultur. Was aber auch die Historie etwas schwierig macht, denn jeder Stil hat sich eine eigene mystische Ursprungsgeschichte zugelegt. Meist ist es ein erleuchteter Mönch, der vor vielen tausend Jahren die Bewegung bestimmter Tiere beobachtet und die erleuchtete Idee hatte, genau diese ungezwungenen, kraftvollen Moves nachzumachen. Die ersten Aufzeichnungen finden wir in der Chronik des Staates Lu aus dem 5. Jahrhundert, eine Sammlung von Konfuzius' Sprüchen. Dort wird schon zwischen harten und weichen Techniken unterschieden, dazu gleich mehr. Im 6. Kapitel dieses Buchs der Riten, ebenfalls Konfuzius, beschreibt er eine Ringkampftechnik namens Jiao Di, bei der schon Druckpunkte manipuliert wurden. Druckpunkte sind Stellen am Körper, an denen in der traditionellen chinesischen Vorstellung das Qi beeinflusst werden kann. Tatsächlich sind dort oft Nervenknoten, weswegen die Stellen empfindlich sind. Viele moderne Selbstverteidigungstechniken für Frauen setzen bevorzugt auf diese Druckpunkte und nicht nur den einen da. 3, 2, 1, fight! Finish him! Winner! Auch Sun Tzus Kunst des Krieges, ein Handbuch für Kriegsstrategien aus dem 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, erwähnt Kampfkünste, geht aber nicht detailliert darauf ein. So oder so, die Tradition reicht also gute 2500 Jahre zurück. Hart und weich. Darin werden die Kampfkünste aufgeteilt. Auf Chinesisch in Ying und nicht Yang, sondern Ru. Auf Japanisch wird das Zeichen für Ru Ju ausgesprochen. Wir kennen es aus den Techniken Judo, Jujutsu und so weiter. Bei den Techniken, bei den harten, begegnet man Kraft mit Kraft. Bei den weichen Techniken weicht man der Kraft aus und versucht, sie umzulenken. Die meisten Selbstverteidigungstechniken arbeiten nach dem weichen Prinzip. Man nutzt den Schwung des Gegners, um ihn ganz elegant durch die Luft zu werfen oder ihm wenigstens ein Beinchen zu legen. Meist denken wir an die weichen Techniken, wenn wir an asiatische Kampfkünste denken. Aus dem Daoismus kommt dann noch die Unterscheidung zwischen äußerer und innerer Kampfkunst. Die äußere betrifft tatsächlich das Kämpfen mit Gegnern. Die inneren Kampfkünste dagegen sind dazu gedacht, den eigenen Körper zu pflegen und ihn mit dem Geist in Einklang zu bringen. Bekanntestes Beispiel ist Tai Chi Quan, also Tai Chi. Das Wort heißt zwar übersetzt so viel wie extreme Faust, aber das ist eher irreführend. Die Techniken werden als eine Art körperbetonte Meditation benutzt. Diese inneren Techniken sind eher eine neue Entwicklung. Die Prinzipien von Tai Chi wurden frühestens im 12. Jahrhundert nach Christus formuliert. Aus dieser Zeit zumindest haben wir den ältesten aufgezeichneten Stil namens Chen, der noch deutlich eine etwas verlangsamte Abfolge von nach außen gerichteten Kampftechniken ist. Im Laufe der Jahrhunderte entstehen neue Stile, werden die Bewegungen runder und verlieren den aggressiven Charakter. Theoretisch könnte man sich mit ihnen aber immer noch verteidigen. Man müsste sie nur schneller machen. Ihr habt vielleicht schon mal Aufnahmen gesehen, bei denen in chinesischen Städten auf großen Plätzen viele Menschen diese eleganten Bewegungen machen. Das ist modernes Tai Chi. Die Volksrepublik entwickelte 1956 sogar eine eigene neue Form, den Peking-Stil, um den als Gesundheitstraining unters Volk zu bringen. Älter und besser aufgezeichnet sind die äußeren Kampfkünste. Am bekanntesten sind natürlich die Shaolin, gegründet im 5. Jahrhundert in einem Hain
Lin am Berg Shao. Darum also Shaolin. Der legendäre buddhistische Mönch Bodhidharma selbst soll dort die Kampfkünste erfunden haben. Beim, ihr habt es bereits erraten, Beobachten von Tieren. Außerdem erfand er das Teetrinken, weil er seine Augenlider durch Teeblätter ersetzte, die ihn wach hielten. Ich tue ja kochendes Wasser über die Blätter und trinke den Sud, aber jedem das seine. Legenden hin, Legenden her, Kampfkünste wurden dort betrieben. Man tritt schon in einem sehr frühen Alter in den Tempel ein und trainiert von da an seinen Körper zu perfektionieren. Heute touren die Shaolin manchmal durch die Welt und demonstrieren ungeheure Fähigkeiten. Zum Beispiel einen Nagel durch eine Fensterscheibe hindurch zu werfen. Die Shaolin wurden schnell legendär. Die Mönche oder zumindest Kämpfer, die ihre Techniken lernen durften, nahmen an berühmten Schlachten teil. Deswegen war die kaiserliche Regierung auch nicht immer besonders glücklich mit ihnen. Die Qing-Dynastie ließ den Tempel im 17. Jahrhundert sogar zerstören, weil sie ihn verdächtigte, die alte Dynastie zu unterstützen. Später dann gab es Amnesty und er wurde restauriert. Daraus entstand die Legende von den fünf Mönchen, angeblich Überlebende der Vernichtung, die das Wissen über die Kampfkunst in verschiedene andere Bereiche Chinas mitnahmen. So gibt es heute an die 360 Kampfstile, die sich auf die Shaolin berufen. Denken wir im Westen an Kung Fu, meinen wir auch meist die Faustkampftechnik der Shaolin. Die Volksrepublik war auch nicht besonders glücklich mit den Kampfmönchen. Während der Kulturrevolution wurden die wenigen verbliebenen Mönche als Verbrecher bezeichnet und vertrieben. Man wollte ein Ende machen mit den religiös verbrämten Kampftraditionen. In der kurzen Zeit der Chinesischen Republik standen die Kampfkünste hoch im Kurs. Einfach zu verstehende Handbücher wurden geschrieben und im Kino waren sie natürlich auch. Die ersten chinesischen Filme ab 1905 waren Adaptionen der Wuxia-Theatertradition. Wuxia ist ein romantisierter Schwert- und Kampf. Epos. Also hochelegante Kämpfe, wahre Schwerttänze, Kämpfer mit geradezu magischen Fähigkeiten und sehr hohen Sprüngen. Die Volksrepublik wollte umgekehrt mit Traditionen und Aberglauben aufräumen. Die Schwertfilme mussten also zuerst mal dran glauben. Aber auch die Lehre von den Kampfkünsten musste erst neu kodifiziert werden. Unter dem Dach der 1958 gegründeten Wushu-Organisation ging das. Nur halt befreit von quasi religiösen Ideen. Nach der Kulturrevolution ging man entspannter mit dem Thema um. Aber einige Stile gingen doch verloren. Verschiedene Meister verließen in den späten 30ern das Land, einige nach Taiwan, manche gleich in die USA. In Taiwan erhielt man die Traditionen, in den USA adaptierte man sie so weit, dass sie den westlichen Lehrtraditionen entgegenkam und man sie natürlich auch besser verkaufen konnte. Der Schwertfilm findet seinen schützenden Hafen in Hongkong und das Hongkong-Kino entsteht. In den 50ern und 60ern sind die Kämpfer in den Hongkong-Filmen wahre Magier des Körpers. Nach den 60ern wird es etwas gezinkt. Markenzeichen bleibt aber der gewichtslose Sprung, also dass die Kämpfer so wunderbar hoch hüpfen können, sich in der Luft ein wenig kloppen und dann elegant zu Boden schweben. Auch viel Humor und Selbstparodien entstehen. Großartige Künstler wie Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li kommen aus dieser Tradition. Sie beherrschen meist selbst eine Kampfkunst, haben aber auch eine Theaterausbildung, also Tanzen und Schaukämpfen. Diese Fähigkeiten machen den Reiz des Hongkong-Films aus. 1982 weckt der Film Shaolin Tempel mit einem noch unbekannten Jet Li in der Hauptrolle so viel Interesse an den Shaolin, dass der Tempel zu einem Touristenziel wird. So sind heute die einst verfolgten Shaolin eine einträgliche Einnahmequelle für die Volksrepublik geworden. 1997, als Hongkong an die Volksrepublik abgegeben wurde, machten sich einige der Filmemacher Sorgen, ob damit nun auch das Ende ihres Filmgenres gekommen sei. Zu Unrecht! Das Budget ist sogar gestiegen. Regisseure wie Chang Chimou erschaffen schon fast wagnerianisch anmutende Epen über dahinschwebende Kämpfer und Stephen Chows Slapstick-Kung-Fu ist international ein Kinorenner. Die schwebenden Kämpfer sind auch schon Standardausrüstung im westlichen Kino. Während in James Bond Goldfinger Karate noch als absolut geheimnisvolle Technik vorgestellt wurde, gegen die auch Bond zunächst machtlos war, muss heute jeder Actionheld auch ein paar Tritte und Schläge austeilen, die irgendwie an Kung-Fu erinnern. Naja, und denken wir nun mal an Kinoknaller wie Kill Bill oder auch Matrix, in der die Kämpfer in guter Hongkong-Tradition an Schnüren hingen. Allerdings kritisieren die Hongkong-Filmer, dass es unseren Schauspielern an der Theatertradition mangelt, also die Ausbildung in Sachen Tanz oder auch das Gefühl fürs richtige Stehen. Ja, um richtig kämpfen zu können, muss man erstmal richtig stehen lernen. Für den Qi-Fluss, für das Gleichgewicht und damit die ganze Geschichte gut aussieht. Da habt ihr es, meine Schüler. Bevor ihr schwebend euren ersten Tempel zerstören dürft, müsst ihr erstmal stehen lernen. Ihr seht also, dass die Kampfkunst Chinas viel mehr ist als ein effektvolles Zertrümmern von Steinen. Die religiösen Lehren, wie die von Konfuzius, spielen auch eine wichtige Rolle. Wer dir mehr über Konfuzius, den alten weisen Mann, der so oft zitiert wird, erfahren wollt, dann klickt doch mal hier oben und schaut euch unsere Folge über ihn an. Wie sieht's eigentlich bei euch aus? Macht jemand von euch Kampfkunst und mögt ihr die Hongkong-Filme? Und ist es in Ordnung, dass wir uns aus den alten Traditionen ein paar Dinge herauspicken, die cool sind und funktionieren, oder ist das respektlos? Für mehr historische Fakten und einen Blick hinter die Kulissen schaut doch mal bei Instagram oder Facebook vorbei. Und wenn euch unser Kanal gefällt, dann empfehlt uns gerne weiter. Vergesst das Abonnieren und den ganzen anderen Quatsch nicht. Wie erzähle ich das? Ihr kennt das ja.